Eine Sache, die euch wahrscheinlich am meisten Probleme bereitet in der Chemie, vor allem in der organischen Chemie, ist die Nomenklatur, also das Benennen der Strukturen. Daher möchte ich euch in den folgenden Videos erst einmal eine richtige Grundlage geben für die Nomenklatur, also wie wir die Dinge benennen. Na, ich hoffe, alles andere wird dann nicht so schwierig für euch. Um anzufangen, muss man erstmal ein wenig anorganische Chemie wiederholen. Ich nehme jetzt also mal eine Kohlenstoffkette vor. Ich zeichne jetzt mal hier eine Kohlenstoffkette mit einem Kohlenstoff. Also hier kommt ein Kohlenstoff. Und es hat nun vier freie Elektronen. Vier freie Elektronen. Möchte also acht bekommen. Das wissen wir ja aus der organischen Chemie. Das ist die magische Zahl. Also dieses Kohlenstoffatom könnte sich beispielsweise jetzt mit seinen vier freien Elektronen mit Wasserstoff verbinden. Wasserstoff hat ja ein freies Elektron, also können die immer ein Elektron teilen. Hier ein Wasserstoff und Elektron, hier ein Wasserstoff, ein Elektron. Und dann sind alle glücklich. Ja, also nun haben Wasserstoff hat zwei Elektronen und Kohlenstoff hat jetzt acht Elektronen. Also sie füllen jetzt einfach ihre Orbitale auf. Und jetzt haben alle Wasserstoffatome das Gefühl, als hätten sie vier, zwei Elektronen, und das Kohlenstoff hat das Gefühl, als hätte es acht Elektronen. Und beide sind glücklich. Statt dieser zwei Punkte kann man jetzt das gleiche Molekül auch ein bisschen anders schreiben. Das ist übrigens das Methan, was ihr hier seht. Ja, wir können die gleiche Struktur jetzt so schreiben. Also wir können statt der zwei Pünktchen Linie schreiben und hier kommen wieder die vier Wasserstoffatome dazu. Ja, und jede von dieser Linien, die zeigt quasi zwei Elektronen, ist das gleiche wie hier links. Und jetzt schauen wir uns mal eine längere Kohlenstoffkette an. Und jetzt zeichnen wir zum Beispiel mal eine Kette mit drei Kohlenstoffatomen. Eins. Ja, das hat wieder vier freie Elektronen. Und jetzt zeichne ich hier nochmal Kohlenstoff ein. Naja, ich zeichne es mal in einer anderen Farbe. Also, hier habe ich hier noch ein Kohlenstoffatom. Eins, zwei, drei, vier freie Elektronen. Und dann machen wir nun wieder ein anderes Kohlenstoff. Wieder in der ersten Farbe. Eins, zwei, drei, vier freie Elektronen. Ja, also diese Außen sind also ungepaart. Und da kann man jetzt zum Beispiel einen Wasserstoff dran zeichnen. Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff mit Elektron. Hier ein Wasserstoff mit einem Elektron. Hier ein Wasserstoff mit einem Elektron. Hier ein Wasserstoff mit einem Elektron. Hier, ja, und überall nochmal ein Wasserstoff mit einem Elektron. Also jetzt pass mal auf, diese Molekülstruktur hat also drei Kohlenstoffatome. Alle drei machen eine Bindung mit vier. Dieses hier zu zwei. Dieses Kohlenstoff hat drei Wasserstoffatome dran. Damit ist es eine völlig valente Molekülstruktur. Ja, jetzt kann man das natürlich hier auch nochmal anders aufzeichnen. Und zwar mit diesen Linien wieder oben. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Kohlenstoff, Kohlenstoff, Kohlenstoff. Und dann kommen die ganzen Wasserstoffe. Du siehst es eigentlich fast nie, wie hier auf der linken Seite, sondern meistens so, wie hier mit dem Wasserstoff, Wasserstoff. Und es geht jetzt ein bisschen schneller als da links. Ja, da zeichnest du einfach. Ja, vielleicht machen wir es nochmal ein bisschen deutlicher. Ja, aber wenn wir es mit den Linien zeichnen, dann sieht es einfach so aus. Sieht ein bisschen hübscher und schöner aus, aber eigentlich bezeichnet es genau das Gleiche auch. Diese drei Kohlenstoffatome haben jeweils eine einzige Bindung, das ist übrigens Propan. Ich zeichne es euch nochmal ein, also das ist Methan. Und das zeige ich euch dann andermal, warum das so heißt. Das untere heißt Propan. Das ist Propan. Jetzt gibt es sogar noch eine einfachere Methode, um das aufzuschreiben. Du kannst es nämlich so aufzeichnen. Statt diese Bindungen jetzt zu zeichnen, kannst du es einfach, du stellst dir vor, es gibt diesen Part hier, der heißt auch CH3, der ist verbunden mit einem CH2
CH2, also CH2 hier in der Mitte. Und dann dieser Teil ist dann nochmal mit einem CH3 verbunden. Und solange du jetzt einfach weißt, wie das genau ja, aussieht, da kannst du es auch einfach so aufschreiben. Das ist letztendlich alles das Gleiche. Du kannst es so, so oder so aufzeichnen. Jetzt gibt es sogar noch einen vierten Weg. Das ist sogar noch einfacher. Und zwar in einer anderen Farbe. Du kannst es einfach so zeigen. Eins, zwei, drei. Und es ist wirklich lächerlich einfach. Fragt man sich, wie kann das überhaupt sein, dass das die gleiche Information hat? Nun, das ist also so in der Chemie. Bedeutet das ist also ein sogenanntes Linienwinkeldiagramm. Und es ist der einfachste Weg und der nützlichste Weg, um Kohlenstoffketten auch mal zu zeigen. Und alles andere wäre nämlich einfach zu kompliziert, auch mit diesen Strichen. Wenn du sowas also siehst, dann weißt du, dass an der Endpunkt von jeder Linie immer ein Kohlenstoff ist. Also hier ist ein Kohlenstoff, hier und hier ist auch ein Kohlenstoff. Und dann weißt du automatisch, weil Kohlenstoff ja vier Bindungen macht, dann, dass eben hier überall ja noch mehrere Wasserstoffatome dranhängen. Muss Wasserstoff sein, also hier ist ein Wasserstoff dran, hier und bei dem hier sind gleich drei Wasserstoffe dran und bei diesem hier am Rand sind natürlich auch wieder zwei Wasserstoffatome dran. Also dieses kleine Linienwinkeldiagramm hat genau die gleiche Information wie das hier oder wie dieses hier. Und sowas sieht man eigentlich relativ oft. Manchmal gibt es auch Mischungen, dann kann man das zum Beispiel auch so machen, CH3 und dann wieder CH3. Das wird sozusagen dieses hier mit diesem Diagramm hier miteinander kombiniert. Und du weißt also, dieser in der Mitte, das ist also wieder ein CH2. Das sind alles völlig gleichwertige und gültige Methoden, um die Molekülstruktur von Kohlenstoffatomen aufzuzeichnen.